Guten. Naja, die Sonne scheint noch, aber es ist eigentlich schon recht weit Abend. Naja, hallo zusammen. Grüße! Das könnte ich auch als Begrüßung machen. Könntet ihr mir. Schreibt doch mir mal in den Kommentaren, was ihr von der Begrüßung Grüße halten würdet. Oder Grüße. Grüße. Oder irgendwie sowas. Ach, keine Ahnung, wenn ich das jetzt noch dreimal da sage, hört sich einfach albern an. Ich finde es übrigens schön, wie Mass Effect mich verführen will in den Ladepausen. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Wahrscheinlich wegen dieser komischen Raketenbasisgeschichte, oder? Weil gerade im Loadscreen stand, schalten Sie genug Abdringlichpunkte frei und Sie können besondere Einschüchterungsoptionen auswählen. Egal. So, Dank von meiner Tochter. Commander Shepard, Aria Tilok hat mir die Adresse gegeben. Ich bin Diana, Nevs Mutter. Wir haben an ihrer Ermittlung über den Tod miteinander gesprochen. Ari hat mir erzählt, dass eine tote Asari in einer Apartments der Reichen gefunden wurde. Und dass sie die Mörderin meiner Tochter war. Danke, ich weiß nicht, wer sie in mein Leben gebracht hat, aber sie haben meine Tochter gerecht. Danke. Mein Nerv hat etwas Besonderes verdient. Ich konnte ihr das nicht geben, aber zumindest hat sie das Miststück erledigt, dass ihr das wenige auch noch genommen hat. Statt einer Rakete von Typ Javelin 2 geordnet. Radikale, ne? Überleben bei Raketeneinschlag 0. Ja gut, das haben wir doch schon. Nee, das hatten wir auch schon. So, ich würde ich würde nämlich eigentlich nochmal nicht zur Armory, weil hier gibt es nämlich sowieso nichts. Nee, ich würde eigentlich nochmal kurz. Ich wollte kurz gucken, ob ich noch was forschen kann. Ich glaube ja nicht. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht, weil ich hatte eigentlich einen Kumpel ursprünglich mal versprochen, weil ich einen Sturmgewehrschaden erhöhen. Na, das machen wir doch locker mal ohne Probleme. Ich hatte mir einen Kumpel versprochen, nicht zu. Die Schlagung, ja klar, immer forschen. Wir haben 15.000 Iridium, was soll's. Iridium habe ich ohne Ende. Ich hatte nämlich eigentlich versprochen, die ganzen Schiffserforschungen nicht zu machen und ganz am Ende zu tun. Weil da kommt halt scheinbar am Ende irgendwas, wo man die braucht für. Und dann einfach nur um zu sehen, wie sich die Sequenz verändert, wenn man diese. Wenn man diese Erforschung hat oder nicht. Sofort ein geschossenes bla bla bla. Kräfte neu aus. Ja, kein Check-in. Bonuskraft erlernen, ja. Naja gut, also ich habe die Brandgranaten. Ich bin mal überlegen, ob ich nicht die Brandgranaten uplevele und dafür diese anderen nehme, die ich von, Keine Nachrichten für Sie, Commander. Oh Mann, oh, sonst haben wir es? Cains spirituelle Seite überrascht mich. Sein Psychoprofil hat das kaum erwähnt und er strahlt ja auch dieses kalte Selbstbewusstsein aus. Tja. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn furchterregend oder sexy finde. Beides vielleicht? Viele Frauen stehen auf böse Jungs. Viele Frauen? Sie auch? Hin und wieder? Ich führe ein gefährliches Leben. Verdammt. Da passen gefährliche Männer. Ah, nein, ich will auch sie haben. Nö. Mit jedem Tag gefallen sie mir besser, Shepard. Muha. Wie auch immer. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Wie geht's der Kuh? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Nö, tschüss. Das wäre alles. Viel Glück da draußen. Ja, ich muss die mal dringend wieder zum Essen ausführen. Das geht ja mal gar nicht. So weiter hier mit diesen ganzen Andeutungen. So war ich denn hier. Sturmgewehr, blablabla, vom Mantel, Gruppenbonus erhalten. Ja, Sturmgewehrschaden ist ja schon schön, dass ich den hab. Nur kann ich den leider nie einsetzen. So, wollte ich in diesem System noch irgendwas machen? Dekores? Skepsis? Ne, ich glaube, ich möchte gar nichts mehr machen, oder? Ich fliege hier nur im Kreis. Treibstoff sowieso. Na gut, ich könnte noch eine Drohne mitnehmen. Sonde. Das sind ja gar keine Drohnen. Ich kann mich düster erinnern, dass ich hier einfach meinen Weg durch die Landschaft. Kann ich jetzt, komme ich hier direkt da hinten? Ja, machen wir das. Bloodpack-Portal deaktivieren? Bloodpack-Portal? Egal, wir fliegen erstmal danach. Wir machen erstmal die Kali-Mission einfach, weil die auf dem Weg liegt. Ich fliege jetzt einfach einmal im Kreis rum, die Galaxie, dann mache ich das. So, die Migrantenflotte. Das ist ein Doppelsternsystem. Das ist ja interessant. Gibt es denn sonst irgendwas? Nö. Die Flotte steht hier einfach so im Raum. Wie groß ist denn die? Denk mal, das wird jetzt halbwegs spannend. Weißt du, meine Story muss dann. Oh Gott, ach, so ein riesen Turm, komisches. Ach, so sind diese. Ich hab die mir immer anders vorgestellt. Ich dachte, das wären viele kleinere Schiffe, die haben so eine lustige Runden. Die Migrantenflotte besteht aus über 50.000 Schiffen, in denen mehr als 17 Millionen Quarianer leben und ist damit die größte Raumflotte der bekannten Galaxie. Obwohl Quarianer auf Pilgerreisen die meisten besiedelten Wände der Galaxie schon besucht haben, durfte bislang nur wenige Außerirdische jeden Fuß an Bord der quarianischen Schiffe setzen. Ja, liegt vielleicht daran, dass das letzte Mal, wo irgendwelche Leute erlaubt haben, auf ihren Schiffen draufzugehen, vernichtet wurden. Aber die Quarianer wären doch eigentlich theoretisch die einzigen, die eine Invasion der Dings überleben würden, der Reaper, weil die könnten sich ja schnell irgendwo ein bisschen weiter rausfliegen, da abwarten. Ich meine, die müssten ja genug versorgen und autark genug sein, um das durchzuhalten und dann irgendwie nach 1000 Jahren wieder zurückfliegen. Das müsste ja locker, na gut, was, die Entscheidung, die sie in Mass Effect 2 treffen können, in Mass Effect 3 üble Konsequenzen nachziehen? Ach, das traue ich dir nicht zu. So viel Geld, wie die rausschröpfen, ist der BioWare-Geist wahrscheinlich am Ende. Oh, ich muss Tali mitnehmen. Oh nein. Wen nehmen wir noch mit? Am besten jemand, dem ich vertrauen kann. Samara? Ein Magier? Ja, ich weiß, das ist kein nicht unbedingt ein Magier, oder? Nee, hatte das war nur. Ach komm, nehmen wir Samara mit, oder? Jetzt so mit Schwarz sieht ja ganz lustig aus, dass sie auch alle schwarze Outfits kriegen. Ich meine, sie hier, Miranda, ich glaube, die wird nicht gerade vertrauen bei den Dings erlangen. So, klack, das verpasst.
So, und dann haben wir noch zwei Punkte, die ich verpfeifen kann, aber die brauche ich nicht. Ja, wie, was ist das denn? Bastion? Was? Wann habe ich das denn gelevelt? Hm, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber gut. Massive Schockwelle ziehen, mal sehen, glaube ich, da ist nichts. Ja, ich bin nur überlegen, ob ich die Inferno-Granaten eventuell weglevel und dafür die andere Fähigkeit nehmen. Ich kann ja von all meinen Energien zurück und damit die eigene schöne Stärken. Naja, das ist Quatsch. Obwohl, eigentlich kann ich darauf noch warten. Kampfdrohne? Die Kampfdrohne, befehlen sie ihre eigene Kampfdrohne? Ja, das... Aber leveln wir das ja mal. Das ist einfach nur was Cooles, so. Samara, die hat keine Punkte mehr. Sonst hätte ich mich... Hier, das Aufspalten. Das ist nämlich, das macht nämlich verflucht viel Schaden. Also gegen einzelne Gegner ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Aber halt geholt nicht die Schilde gegen. Ich bin auch immer liegen. So, die Bewaffnung. Ach, Gott, ich muss eh nicht rumballern. Ach, Tali, jetzt muss ich noch entscheiden, was die bei hat. Nee, muss ich eigentlich nicht. Natürlich muss ich noch rumballern, das ist ja, das ist... Wahrscheinlich wird gleich der finstere Verrat und ich muss... Ach, die dreht sich noch, diese Kugel. Hier spricht Tali Zora Vasnima Naraya. Gott, hat die einen langen Namen. Erlaubnis an die Raya. Laut unserem System gehört Ihr Schiff zu Cerberus. Identifizieren Sie sich. Nach langer Zeit unter den Sternen, Zeiten des Lichts und Schwärme von Staub, kehre ich zu meinen Anfängen zurück. Erlaubnis erteilt. Willkommen daheim, Tali Zora. Gott, geh dich doch auf, sagen. Wir brauchen ein Team für Sicherheit und Quarantäne. Unser Schiff ist nicht sauber. Verstanden. Steuern Sie die externe Dockingstation 17. Ja, was heißt das hier? Mein Schiff ist nicht sauber. Achso, die Quarianer, die hatten ja was mit ihrem Immunsystem. Ich habe schon wieder die Details vergessen, muss ich dazu sagen. Ich bin eigentlich der Meinung, ich habe die noch nie zuvor erfahren, aber... Irgendwie sind die Quarianer ja irgendwie da ein bisschen ganz komisch, was das Immunsystem angeht. Ah, das scheint fertig zu sein, so wie es aussieht. Captain Shepard? Tali Zora hat mir von Ihnen erzählt. Kardana. Ich wünschte, wir würden uns unter angenehmeren Umständen kennenlernen. Commander, nicht Captain. Ich schulde... fangen wir damit an. Eigentlich bin ich gar kein Captain. Genau genommen gehöre ich nicht mal mehr dem Allianzmilitär an. Sie sind der Commander der Normandy und für die Leute an Bord verantwortlich. Damit sind Sie für unser Volk eine Respektsperson. Okay. Mögen Sie allzeit zwischen Ihrer Crew und der Gefahr stehen, während Sie sie durch die Leere der Sterne führen. Kila Selai. Was? Das ist ein alter Segen für Captains Shepard. Juhu, ich schulde Tali viel. Genau das. Ich weiß zwar nicht warum, ich habe sie zwar im Mass Effect 1 in... Doch, ich hatte sie in der entscheidenden Mission bei, durch irgendwelche dummen Zufälle, weil ich mein Frauenteam hatte. Ich erinnere mich wieder. Ich habe ja im Mass Effect 1 zweimal durchgespielt und ich hatte halt einmal mein komplettes Frauenteam, das bestand aus Tali und der anderen, weil die Auswahl war in Mass Effect 1 nicht so groß. Und dann hatte ich halt einmal mein Männerteam, das, je nachdem ist, dann sind auch die Leute gestorben, weil hier ist halt der andere hier Typ, der mit der Atombombe draufgegangen ist, halt tot. Und die andere, Ashley, die mochte ich nie. Die war mir irgendwie unsympathisch mit ihren komischen weißen Rüstungsdings da. Dessen ist es jetzt so gekommen, wie es gekommen ist. Na gut, ich schulde Tali viel. Tali hat der Crew der Normandy in vielen brenzligen Situationen beigestanden. Ich bin hier, um nun einmal ihr zu helfen. Ich verstehe. Als Commander des Schiffes, auf dem sie dient, hat ihre Stimme einiges Gewicht. Ich wünschte, ich könnte mehr für sie tun, Tali. Der Prozess verlangt, dass ich offiziell neutral bleibe, aber ich bin da, wenn sie reden wollen. Sie werden beschuldigt, aktive Geth als Teil eines Geheimprojekts in die Flotte gebracht zu haben. Was? Das ist verrückt. Ich habe nie aktive Geth an Bord gebracht. Ich habe nur Einzelteile geschickt. Und was? Sie haben Geth-Teile zur Migrantenflotte geschickt? Ja, mein Vater hat an einem Projekt gearbeitet und brauchte dafür die Einzelteile. Wenn ich nun etwas hergeschickt hätte, das lediglich beschädigt war, nicht völlig inaktiv. Nein. Nein, ich habe alles überprüft. Ich war sehr gründlich. Ich habe den Befehl, Tali Zora bis zur Anhörung in Arrest zu nehmen. Also Tali, Sie müssen bis zum Ende des Prozesses an Bord dieses Schiffes bleiben. Danke, Captain. Uh-huh. Die Vorbereitungen haben direkt nach Ihrer Ankunft begonnen. Die Anhörung findet auf dem Gartenplatz statt. Viel Glück. Wahrscheinlich muss ich gleich irgendwelche Gäste, die sich hier irgendwelchen Abwässerschächten leben, platt machen. Das sehe ich doch schon kommen. Ich meine, was soll ich hier sonst rumballern? Nicken. So, zur Anhörung gehen. Die gucken mal alle finster, die Quarianer. Diese Gasmaskenfreunde. Na gut, ich rede erstmal mit Captain Carina. Sie sollten mit Admiral Rahn sprechen. Okay, dann nicht. Ich fasse es nicht, dass Sie Tali Zora beschuldigen, so etwas getan zu haben. Ja, redet noch lauter. Also eigentlich könnten die sich doch alle über Funkgeräte unterhalten, und die müssten ja eigentlich haben wir überhaupt keine Grundfahratmosphäre hier. Die könnten ja... Wenn Tali Zora nicht mal einen quarianischen Captain dazu bringt, für sie einzustehen, ist sie schon so gut wie verurteilt. Na klasse. So gut wie verurteilt hört sich ja schon mal super an. Das macht auf jeden Fall richtig Mut. Sag mal, haben die hier alle so einen Umweltanzüge? Haben die nicht irgendwo einen Teil ihres Schiffs, wo die mal ohne das Zeug rummeln? Was ist denn Schalaran? Achso, wahrscheinlich. Wichtig. Tali Zora Vasnormandy. Was? Vasnormandy? Ich bin froh, dass du hier bist. Ich hätte es nicht mehr lange hinauszögern können. Oh, was? Tante Ran. Ach, Tantchen. Vasnormandy, das ist Admiral Schalaran Vastonbay. Sie ist eine Freundin meines Vaters. Ah, ich schätze mal, was ist das Schiff? Ran, du
hast was Normandy gesagt. Oha. Ja, das habe ich, Tali. Der Admiralitätsrat hat beschlossen, dich unter diesem Namen anzuklagen, weil du nicht mehr auf der Nima Dienst tust. Was ist am Namen wichtig? Ja, Aquarianerkultur. Hätte man sich ja vorher Memo durchgelesen oder ein bisschen interviewt, aber nein! Ich gehe natürlich komplett ohne Wissen rum, muss jetzt wie der letzte Vollidiot Fragen stellen. Oder Vollidiotin in meinem Fall. Auf einem Schiff der Menschen zu dienen, ist vermutlich eher ein schlechtes Zeichen. Sie haben mir meinen Schiffsnamen genommen. Da hätten sie mich auch gleich verstoßen können. Es ist noch nicht vorbei, Tali. Du hast Freunde, die dich immer noch als Tali Zora Vasnima betrachten, egal wie sie dich offiziell nennen müssen. Also als Quarianer ist also erstes Ziel, sich erstmal um so ein kleines Minischiff zu kaufen, das irgendwo sicher abzuparken und damit diesen Namen durch die Gegend zu fliegen. Das wäre so mein Plan gewesen. Na gut, sind Sie beim Prozess dabei? Sie sind Admiral. Gehören Sie demnach auch zu den Richtern? Leider nicht. Ich habe mich wegen meiner Vergangenheit mit Tali und ihrem Vater selbst für befangen erklärt. Klasse, die einzigen, die es rausreißen können. Das wirst du auch tun. Das wirst du gleich sehen, Tali. Ich führe den Vorsitz und achte auf die Einhaltung des Protokolls, habe aber beim Urteil keine Stimme. Ich mag irgendwie Gerichtsprozesse. Irgendwie klingt das, habe ich das Gefühl, dass das hier alles ein abgekartetes Spiel ist. Nur so ein ungefähr entferntes Gefühl. Na gut, wir sollen reingehen. Wir sollten anfangen. Hat Tali einen Verteidiger? Jemand, der sie vertritt? Na, mich wohl, wa? Ja, das hat sie, Captain Shepard. Sie gehört jetzt zu ihrer Crew, sogar offiziell nach quarianischem Recht. Knarf! Ein angeklagtes Crewmitglied wird immer vom Captain seines Schiffes vertreten. Ich hätte gerne Rechtshilfe. Also, würden Sie tatsächlich meine Verteidigung übernehmen? Also eigentlich neige ich eher zu dem da, aber ich werde mal über das hier nehmen. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Ihnen zu helfen, Tali. Danke, Shepard. Eine bessere Vertreterin hätte ich mir nicht wünschen können. Unsere Regeln vor Gericht sind simpel. Um Fallstricke oder politische Schlupflöcher müssen Sie sich keine Gedanken machen. Ja. Stellen Sie die Wahrheit dar, so gut Sie können. Das muss genügen. Kommen Sie jetzt. Ich habe versprochen, Sie nicht aufzuhalten. Ja, so gut darstellen wie nur möglich. Das ist ja klasse. Das ist keine politischen Schlupflöcher. Also, jetzt geht's hier los. Seit wann? Nee. Ist ja lustig hier. Nicht besonders förmlich, aber immerhin über die Hydroponik hier, also mit den Pflanzen im Weltraum, weil das Ganze ja wichtig wegen Sauerstoff und so. Also Filtersysteme, die auf was anderes basieren, die sind halt doof. Wie viel die auch zugucken, aber wissen, sind die alle nicht bewaffnet? Das ist ja schon mal was, ne? Ja, stimmt, Mass Effect 1 hat man nur ganz wenige Quarianer-Rüstung gefunden, das war echt ein Elend. Die auszurüsten. So Menschenrüstung, die konnten ja die Dings auftragen, aber... Ist nun bereit. Gesegnet seien die Vorfahren, die uns am Leben gehalten und somit ermöglicht haben, dass wir heute existieren. Dol. Die Angeklagte, Tali Zora Vasnormandy, ist mit ihrem Captain erschienen, um sich gegen die Anklage des Verrats zu verteidigen. Einspruch. Ein Mensch hat bei einer Anhörung, die sich mit derart sensiblen militärischen Dingen befasst, nichts verloren. Oh Gott. Dann hätten Sie Tali nicht der Crew der Normandy zuschreiben dürfen, Admiral Corris. Ja, war das also. Als Captain muss Shepard von Rechts wegen bleiben. Tja, und meine Begleitung? Ich ziehe den Einspruch zurück. Du. Was Normandy? Ihr Crewmitglied Tali Zora ist des Verrats angeklagt. Werden Sie für sie sprechen? Ich denke mal, ich habe nicht so viel Wahl, wa? Jo, mache ich. Es ist mir eine Freude. Hey, endlich lohnt sich das ja. Beachten Sie Ihre Verdienste. Ne, ich kann leider nicht drohen. Na, machen wir das da. Ich will Tali helfen. In ihrem Herzen ist sie immer noch Tali Zora Vasnima. Ein stolzes Mitglied der Migrantenflotte. Ich bedauere es sehr, dass ihr Captain heute nicht an ihrer Seite stehen darf. Niemand hat gesagt, dass irgendjemand etwas nicht darf. Es ist einfach so. Lügen Sie ruhig alle an, wenn Sie meinen Saal, Chorus. Aber bitte nicht mich. Und still bleibe ich dabei auch nicht. Der Mensch hat recht. Hey, eine Wand. Admirale, bitte. Shepards Wunsch, Tali Zora bei diesem Prozess zu vertreten, wird durchaus begrüßt. Ah ja. Tali, Sie werden beschuldigt, aktive Geth in die Migrantenflotte eingeschleust zu haben. Worauf plädieren Sie?
Unschuldig, wie immer bei solchen Geschichten. Ich meine, wenn man sowieso nichts zu verlieren hat, wenn egal wie man angeklagt wird, das Ergebnis sowieso immer gleich ist, egal was man vorher plädiert hat, dann kann man eigentlich aufs Maximum gehen, oder? Ich meine, wenn am Ende der Tod bei rauskommt, in diesem Fall die Verbannung, das ist doch total wahnsinnig, nicht auf was anderes als nicht schuldig zu plädieren. Also ist die Frage nur eine Formsache, um darauf zu hören. Sie ist unschuldig. Ja, sie hätte es nicht tun können. Genau. Wie hätte Tali Geth in die Flotte einschleusen können, während sie auf der Normandy Dienst tat? Hören Sie, Shepard. Tali wird nicht vorgeworfen, komplette Einheiten zurückgebracht zu haben, sondern Einzelteile, die sich selbst reaktivieren können. Aber ich würde niemals aktive Geth zur Flotte schicken. Alles, was ich geschickt habe, war deaktiviert und harmlos. Dann erklären Sie uns, wie die Geth das Laborschiff übernehmen konnten, auf dem Ihr Vater gearbeitet hat. Na klasse. Ach, jetzt kommt er erst raus. Aber wann haben Sie ein extra Laborschiff gehabt? Wovon reden Sie da? Was ist passiert? Soweit wir wissen, Tali, haben die Geth jeden an Bord der LRI umgebracht. Einschließlich ihres Vaters. Oh, das hätte man vorher mal... Oh, Kila. Das hätte man vielleicht vorher mal kommunizieren können. Aber gut, wir müssen helfen. Ich leugne nicht die Wichtigkeit dieser Verhandlung, werte Admirale. Aber jetzt sollte unser vorrangiges Interesse der Sicherheit der Migrantenflotte dienen. Die Normandy ist zur Unterstützung bereit, in welcher Form sie auch immer gewünscht wird. Blau lohnt sich mal wieder. Danke. Quarianische Einsatz. Jetzt weiß ich auch, wofür ich die Waffen brauche. Das Schiff zurückzuerobern, aber bislang ohne Erfolg. Shepard, wir müssen die Alarai zurückerobern. Das sicherste wäre, das Schiff ganz einfach zu zerstören. Aber wenn Ihnen ein ehrenhafter Tod lieber ist als ein Leben im Exil... Ich suche meinen Vater, Sie Bostet! Sie wollen Oha. Die Alarai den Geth wieder abnehmen? Das ist ein äußerst gefährliches Vorhaben. Tja, na denn los! Mit Ihrer Erlaubnis, werte Admirale, ja. Das Wohl der Flotte geht vor und Tali muss ihren Vater finden. Einverstanden. Und sollten Sie bei dieser ehrenvollen Mission fallen, Tali... werden alle Anschuldigungen aus den Unterlagen entfernt. Das sagt er einfach mal so nebenbei. Ah, doch nicht. Dann ist es beschlossen. Sie werden versuchen, die Alarai zurückzuerobern. Hat der Dritte überhaupt was schon gesagt? Sie erhalten die Erlaubnis dazu, die Dritte vor allen Dingen. Verlassen. Beim sekundären Docking-Hangar wird ein Shuttle für Sie bereitstehen. Viel Erfolg, Tali. Die Anhörung wird nach Ihrer Rückkehr fortgesetzt oder nach dem Beschluss, Sie für im Einsatz gefallen zu erklären. Toll. Das ist ja ein toller... Ich finde es übrigens super, was Samara für einen Umweltanzug hat, der eigentlich nur aus einer Maske besteht und der Rest dann eine tonnenweise Haut frei liegt. Also das scheint mir total toll zu sein. Danke, dass Sie zugestimmt haben, die Alarai zurückzuerobern, Shepard. Die Admirale scheinen sicher zu sein, dass mein Vater bereits tot ist, aber ich weiß auch nicht. Wir werden es erst erfahren, wenn wir dort sind. Alles in Ordnung? Wie geht es Ihnen? Sie wurden ja gerade ganz schön bombardiert, sogar noch bevor man ihnen von ihrem Vater berichtet hat. Mir war klar, dass es hart werden würde. Aber man ist wohl nie darauf vorbereitet, des Verrats angeklagt zu werden. Und mein Vater? Ich weiß nicht. Er könnte noch am Leben sein. Sie wissen nicht mit Bestimmtheit, dass er tot ist. Ich weiß es einfach nicht, Shepard. Und ich muss es herausfinden. Leuten reden? Möchten Sie noch mit jemandem sprechen, bevor wir aufbrechen? Was die auch für Füße haben. Wir können mit den Admiralen reden. Vielleicht hilft uns das dabei, herauszufinden, wo sie stehen. Oh ja. Wir werden durch ein privates Gespräch wohl kaum jemanden dazu bringen, dass er von seiner Meinung abrückt. Nee, wir quatschen hier mit allen. Gehen wir. Also mit Ole Chorus? Na, verdammt. Je schneller wir auf der Alarai sind, desto eher... Kommt sie auch wieder angestöpselt. Shepard, der sekundäre Docking-Hangar ist hinter der Konzilkammer, wo sie sich gerade befinden. Das bereitgestellte Shuttle ist unbewaffnet. Das ist ja ein Ärgernis. Verstanden. Hey, Vorbildpunkt ohne Ende. Auf der Alarai waren, sie haben wahrscheinlich neue gebaut. Rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Da, diese Gäste, das ist ja lästig. Na gut, dann reden wir erstmal mit Leuten hier. Hallo, Schalaran. Du hast mich hintergangen, Schala. Du hast Captain Denner angewiesen, nichts zu sagen, damit ich erst beim Prozess erfahre, dass mein Vater tot ist. Warum? Die Admirale mussten den Schock in deiner Stimme hören, Tali. Sonst hätten sie deinen Versuch nicht genehmigt, die Alarai zurückzuerobern. Das ist deine beste Chance, Beweise zu finden, die dich entlasten. Es tut mir leid. Großartige Rücksicht können wir uns nicht leisten, Tali. Alter, so viel zum Thema, es gibt keine Fallstricke und Schlupflöcher. Das hört sich ja schon irgendwie nach einem Schachzug an hier, aber ohne Witz. Also, naja, das ist schon so schlecht. Sind die Richter so sehr darauf aus, sie schuldig zu sprechen? Alles, was mit den Geth zu tun hat, ist hier ein heißes Eisen, Shepard. Aber es besteht noch Hoffnung.
Han Garrel hat vor Ihnen und Tali Zora großen Respekt, weil Sie Saren aufgehalten haben. Für Admiral Corris ist das Ganze ein Kriegsverbrechen und er will eine Verurteilung. Und was Admiral Xandl weiß ich... Also, was haben die für Füße? Sie sollten bald zur Alarai aufbrechen. Möchten Sie noch etwas wissen? Ja, Laborschiff und generell und viel Zeug. Und vor allem die nächste Folge. Cut!